Erinnern Sie sich, vor einigen Jahren musste ein Flugzeug auf dem Hudson River notlanden und die ersten Meldungen darüber verbreiteten sich über Twitter. Wie kann man sich diese Entwicklung eines Zeitalters der Smartphones und sozialen Netzwerke zunutze machen? Das fragten sich auch die Forscher des Instituts für Feuerwehr- und Rettungstechnologie der Feuerwehr Dortmund, die im Forschungsprojekt Emergent untersuchen, wie können wir neue Medien nutzbar machen, nicht nur zur Information der Bevölkerung, sondern auch um als Einsatzleitung zum Beispiel Informationen, die der Bürger bereits hat, die den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben aber noch nicht zur Verfügung stehen, für die Einsatzleitung nutzbar zu machen. Facebook und Co. sollen zwar nicht den klassischen Notruf ablösen, doch Erfahrungen zeigen, dass die Informationen per Crowdsourcing Vorteile bringen. Die Londoner Polizei etwa hatte es vor ein paar Jahren mit einem verdächtigen Gegenstand zu tun. Bevor der erste Streifenwagen da war, hatten sie in sozialen Medien mehrere Fotos dieses verdächtigen Gegenstandes. Natürlich ist völlig klar, das darf nie die einzige Information eines Entscheidungsträgers in der Einsatzleitung sein. Auf der anderen Seite ist aber genauso klar, dass das wichtige Informationen sind, die wir auch nicht ignorieren können, weil sie uns einen zeitlichen Vorsprung verschaffen. Also ist Inhalt dieses Forschungsprojektes zu gucken, welche Informationen können wir von der Bevölkerung bekommen, die entweder sowieso eingestellt werden oder die wir vielleicht auch gezielt anfordern können. Und dann entsprechend idealerweise technikgestützt so auf Validität gecheckt werden, dass sie hinterher auch nutzbar sind. Also natürlich muss ein System in der Lage sein, Reposts oder sowas rauszufiltern, sondern wirklich zu gucken, wann und wo ist, sagen wir mal, dieses Foto oder diese Filmaufnahme entstanden. Ist das was, wo wir was mit anfangen können oder ist das irgendein Hoax? Neben den öffentlichen Kommunikationsnetzen brauchen Einsatzkräfte jedoch auch spezielle Systeme, die noch sicherer sind. Denn wenn bei einer Großveranstaltung oder einer Katastrophe tausende Menschen gleichzeitig telefonieren, twittern, posten und Texte, Fotos und Videos teilen, kann es sein, dass die Netze der Belastung nicht standhalten. Wir können uns also nicht auf die normalen Dienste in Anführungsstrichen zu 100% verlassen. Und auf der anderen Seite ist natürlich das ein Akzeptanzproblem, weil jeder auf seinem Smartphone viele Daten abrufen kann, in eine Gefahrgutdatenbank gehen kann, aktuelle Wetterdaten hat, über Twitter von seinen Kumpels informiert sind, die zufällig mehr wissen aus den Nachrichten als er an der Einsatzstelle. Da sind Führungskräfte gefragt, das so zu steuern, dass wir auf der einen Seite diese modernen Medien nutzen, die Informationen, die sinnvoll sind, auch valide sind, dass wir damit arbeiten können, dass sie so aufbereitet sind, möglichst mit Technikunterstützung, dass sie uns eine Entlastung bieten und nicht eine Belastung der eingesetzten Kräfte darstellen. Das wäre eigentlich meine Wunschvorstellung. Es gilt hier also noch einige Herausforderungen zu bewältigen, auch da es gerade im Rettungsdienst bisweilen um sensible Patientendaten oder medizinische Messwerte geht. Wir haben natürlich immer wieder den Konflikt, auf der einen Seite moderne Systeme einzusetzen, das, was am Markt verfügbar ist, was wir auch privat nutzen, einzusetzen und auf der anderen Seite das Problem, dass wir Dinge haben, weil wir in dem Sicherheitsbereich sind, wo der Datenschutz hundertprozentig stimmen muss und Dinge, die eben unter den Rahmenbedingungen des Feuerwehreinsatzes auch noch taugen und funktionieren. Insgesamt glaube ich, dass wir aus dem Spagat nicht ganz rauskommen, weil wir im Endeffekt einen gesunden Kompromiss aus beiden brauchen und diesen Kompromiss müssen wir auch in der Zukunft finden, das wird uns nicht erspart bleiben.